Natürlich ist Islamkritik an Muslimen in Deutschland extrem gerechtfertigt. Natürlich müssen die deutschen Muslime sich öffnen. Natürlich müssen die deutschen Muslime gewaltige Anstrengungen machen, um am deutschen Rechtsstaat, an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sich zu beteiligen. Das hat auch nie jemand in Frage gestellt. Dass es da einen Reformbedarf im Gesamtislam gibt, hat auch nie jemand in Frage gestellt. Hier geht es darum, wie entzieht man Salafisten, die zu Dschihadisten werden, ihren ideologischen Wurzeln? Was setzt man diesen Leuten entgegen? Und da hilft halt eben dieses Ausweisungspflaster. Ich bin ja nicht mal gegen die Ausweisung. Sie weisen 15 aus, 20 wachsen nach oder 40. Sie sagen jetzt zu 15 Mal, dass Sie gegen die Ausweisung sind, aber Sie haben jetzt noch keinen einzigen Vorschlag gemacht, wie Sie denn die Wurzeln bekämpfen wollen. Lassen Sie mich einen Vorschlag machen. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Aber gerne doch, Herr Obermann. Also, wir müssen doch die jungen Muslime vor diesen Extremisten schützen. Da sind wir uns einig. Wie schaffen wir das am besten? Ich denke, das sind Verunsicherte, dass die ein Abgrenzungsbedürfnis haben gegenüber vielleicht der westlichen Lebensweise. Das ist doch nur zu erklären durch massive Verunsicherung. Wo kommt die Verunsicherung her? Sie sind Muslime in Deutschland, das ist erstmal eine Außenseiterposition. Sie sind in ihrer Identität verunsichert. Und jetzt können Sie sich gar nicht gegen diese gewaltorientierten Leute wehren, weil sie zum Beispiel gar keinen Religionsunterricht in der Schule hatten. Deshalb finde ich eine grundlegend wichtige Entscheidung, die in Deutschland getroffen worden ist, dass wir islamischen Religionsunterricht in den Schulen für muslimische Jugendliche haben, damit die einen differenzierten Umgang mit ihrer Religion lernen und sich auch wehren können gegen solche pauschalen Vereinfacher, wie die Leute, die wir da in dem Film gesehen haben. Erste Schritt. Dann brauchen Sie mich den zweiten Punkt auch noch sagen. Von mir in Erlangen eingerichtet. Da lobe ich Sie für. Das haben Sie gut gemacht. Und bleiben Sie auf dem Kurs, Herr Herrmann. Bleiben Sie auf dem Kurs. Da sind Sie völlig richtig. Mehr als ich noch einen in Niedersachsen Punkt. Oder Nordrhein-Westfalen. Also, ich finde, dass Sie könnten da ruhig was tun. Habe wenn ich das richtig ist, was Sie gesagt haben, den jungen ausdrücklich einbringen. Ich habe einen zweiten Punkt. Herr Herrmann, lassen Sie ihn noch mal ausgehen. Was machen wir mit den Jugendlichen, die schon radikalisiert sind? Ich finde, wir müssen denen einen Weg zeigen, wie sie da wieder rauskommen. Wir brauchen Aussteigerprogramme, niedrigschwellige Angebote für diese Jugendlichen. Und da brauchen wir auch die Hilfe der Imame, weil natürlich was unser ist das? Verfassungsschutz ein niedrigschwelliges Angebot für einen Aussteiger. Man muss ihnen über Angebote, Vereine, eine Ausbildungsstelle, wie sie wegkommen aus dem Umfeld gewaltorientierter Salafisten. Sie brauchen Angebote, Alternativen zu diesem Leben. Und man darf sie doch in der Sackgasse nicht lassen. Gibt es schon. Es gibt diese Ausstellungsprogramme. Wir müssen den Menschen klar machen, dass sie Teil dieser Gesellschaft sind. Das ist das Allerwichtigste. Und wir müssen ihnen mehr Selbstbewusstsein geben. Gibt es die Ausstellungsprogramme? Aber ich muss genauso auch konsequent von Seiten des Staates vorgehen. So wie wir uns einig sind darüber, dass die NPD verboten werden muss, müssen wir uns auch einig sein, dass zum Beispiel gewaltauffordernde salafistische Vereine verboten werden müssen. Keine Frage. Weil sie nicht entsprechend ihre gewalttätige, intolerante Ideologie verbreiten dürfen. Sofort. Das muss konsequent vorangetrieben werden. Im Islamischen Zentralrat, Frau Illy, sind aber ja auch Salafisten organisiert bei Ihnen. Können Sie ausschließen, dass da auch Gewaltbereite drunter sind? Eben, wie gesagt, wir verurteilen alles, was gewaltverherrlichend ist oder wer Gewalt verbreitet oder gar selbst gewalttätig wird. Was man natürlich ganz klar nicht sagen kann, ist eben die Ursache, warum jemand sich radikalisiert, liegt meist oder eigentlich immer nicht im Islam, weil der Islam ja eben sogar die Grundlage bietet, dass es verboten ist, ohne Befehl oder Anordnung einer Obrigkeit Gewalttaten auszuüben. Nein, eben die Radikalisierung, die liegt im Politischen. Das sieht man, wenn man nach Syrien schaut, wie dort die Muslimen attackiert werden. Man sieht es, wenn man nach Afghanistan schaut. Sie denn jetzt in oder man Syrien? Sieht auch, wenn man im Irak ist denn jetzt den in Angriff, die wenn man den der Angriff Staat kriegt, oder die
Wenn man den Angriffskrieg im Irak anschaut von den USA, das sind die Punkte, welche einerseits diese was jungen Sie gerade Leute machen, ist fast dschihadistische Standardrhetorik. Die Muslime als Opfer, genau ist, sowas sagen die Dschihadisten. Muslime sind immer die Opfer. Wo ist die Eigenverantwortung? Ist dann, der Islam wird überall auf der Welt angegriffen. Auch wieder so eine Standardrhetorik. Natürlich auch ganz klar ist, dass wir, dass die Muslime insofern eben von der Gesellschaft, wie Sie das gesagt haben, in gewissen Punkten ausgeschlossen sind. Und da gebe ich es recht. Der einzige Weg, den wir haben, ist, dass die Muslime, und das ist auch eine Anforderung, Aufforderung an die Muslime, sich mehr in die Gesellschaft mit einbringen und diese aktiv mitgestalten. Und da erwarte ich, dass wir das verwirklichen können, brauchen wir eine gewisse Toleranz. Wir brauchen eine Toleranz der Muslime hier in Deutschland, wie zum Beispiel, dass wir sagen, okay, mein Nachbar, der ist schwul, aber ist kein Problem, der heiratet morgen seinen Freund. Das akzeptiere, das toleriere ich. Ich toleriere es, ich lebe hier in diesem Staat. Finden Sie es richtig, dass homosexuelle Menschen ihre Sexualität praktizieren? Ich sage, wir müssen es, wir leben hier in diesem Staat, wir müssen das tolerieren, das ist gar keine Frage. So wie wir eben auch erwarten, dass uns gegenüber, uns Muslimen, mit dem Gesichtsschleier, beten, am Arbeitsplatz, in den Pausen, eine gewisse Toleranz entgegengebracht wird, müssen wir auch andere Dinge. Wir erwarten nicht, dass jemand akzeptiert, dass ich den Gesichtsschleier trage. Aber ich erwarte, dass es toleriert wird. Okay, ich frage nochmal nach, finden Sie homosexuellen Sex pervers? Ich sage, ich lebe hier in einer deutschen Gesellschaft. Ja oder nein? Finden Sie es pervers? Ich toleriere es hier, aber ich muss ja nicht über meine persönlichen sexuellen Neigungen oder über die sexuellen Neigungen von anderen urteilen, so wie ich niemanden... Ich frage deshalb, Frau Illy, weil ich auch das wieder bei Ihnen auf der Seite gelesen habe. Da geht es um den Sexualkundeunterricht an öffentlichen Schulen in der Schweiz. Und da gibt es eine Passage, die brachte mich überhaupt auf das Wort, die mag ich Ihnen mal vorlesen. Bekannt ist auch, dass sexueller Verkehr zwischen Paaren gleichen Geschlechts als völlig normale Option neben das klassische Familienmodell von Mann und Frau gestellt wird. Punkt. Dann, perversen Sexualpraktiken wird bereits im Schulalter aktiv die Aufwertung gemacht. Also nochmal. Finden Sie homosexuellen Sex pervers? Ich kann Ihnen ganz klar sagen, in diesem Statement geht es natürlich eben um perverse Sexualtechniken. Da haben wir natürlich auch zum Beispiel die Pädophilie, wo wir ein großes Problem und auch in Deutschland haben. Nee, Frau Illy, das kommt da wirklich nicht vor. Sondern vorher sprechen Sie von dem sexuellen Verkehr zwischen Paaren gleichen Geschlechts. Dann zwar der Punkt, aber dann perverse Sexualpraktiken. Deshalb frage ich. Uns als Muslime, wir wehren uns dagegen, dass die sexuelle Aufklärung sozusagen in der Schule in diesem detailreichen Umfang den Kindern bereits im frühen Alter, das beginnt inzwischen bereits im Kindergarten, ich glaube, da bin ich mir mit gewissen christlichen Parteien auf jeden Fall in der Schweiz einig, dass die sexuelle Aufklärung eigentlich eine Sache der Eltern sein soll. Und ich kann Ihnen sagen, es ist auch eine Pflicht der Eltern, seine Kinder aufzuklären, aber die Form und das Alter, wann man seine Kinder aufklären möchte, das sollte den Eltern überlassen sein. Das hieß aber, dass Sie sowas wie eine Parallelanordnung neben der schulischen Ausbildung haben wollen, wo Sie sagen, nein, für uns muss eine Ausnahme gemacht werden, weil wir möchten unsere Kinder zu dem Zeitpunkt, den wir selbst frei bestimmen, sexuell so aufklären, wie wir das richtig finden. Ich finde nicht, dass es eine Ausnahmeregelung sein soll, sondern ich bin der Meinung, dass der Sexualkundeunterricht in der Schule entweder auf ein viel höheres Alter gesetzt werden soll, oder dann soll er gesamt für alle, nicht nur für die muslimisch oder für die christlichen Kinder, sondern für alle Kinder nicht in der Schule stattfinden, sondern zu Hause.
Ich will das nochmal auf den Punkt bringen, ohne dass Sie das Gefühl haben, dass ich da mich jetzt irgendwie vollständig verenge. Wollen Sie eine Gesellschaft haben, in der Homosexualität zum Beispiel, um einen Wert herauszugreifen, den wir als einen freiheitlichen inzwischen betrachten, wollen Sie eine Gesellschaft haben, in der Homosexualität verboten ist, etwa wie in Kuwait, wo Sie gerade herkommen, wo Homosexualität unter Strafe steht, in Saudi-Arabien gar mit der Todesstrafe bestraft wird? Wir müssen gar nicht diskutieren, was ich will, sondern ich habe mich ganz klar... Das würden wir ja gerne ich habe mich ganz klar dazu entschieden und ich will in der Schweiz leben, in dem System der Schweiz. Und weil ich will in der Schweiz leben, will ich mich auch den Gesetzen und den Gepflogenheiten, die dort üblich sind, in eine Toleranz gegenüberbringen. Und da heißt nicht, Sie akzeptieren sie, sondern Sie sind tolerant. Ich toleriere es, aber am selben Punkt erwarte ich eben auch eine Toleranz mir gegenüber. Weil, wie Rousseau so schön gesagt hat, in einem Punkt sollten wir alle fanatisch sein. Und das ist in der Ausübung der Toleranz. Aber und ich finde das ein sehr wichtiger Satz. Nicht nur so lange gelten, wie man in der Minderheit ist, sondern die Toleranz muss auch dann gelten, wenn man die Mehrheit hat. Ganz klar, wir leben hier in Deutschland oder in der Schweiz und wir haben hier ein System. Und das ist die Grundlage, der gesetzliche Rahmen ist die Grundlage. Und innerhalb von diesem müssen wir alle gegenüber einander Toleranz üben. Aber der was gesetzliche ich jetzt auch Rahmen, sagen das ist, möchte, Entschuldigung, genau der Punkt, wenn ich das nochmal sagen darf, weil Salafisten mit völlig anderen Vorstellungen letztendlich für unsere Gesellschaft in unser Land kommen. Wenn Sie heute die staatliche Ordnung, weil Sie immer von Obrigkeit sprechen, anschauen, im Iran beispielsweise. Da gibt es eben keine Meinungsfreiheit, da gibt es keine Pressefreiheit. Ja, aber mal ganz klar, wir da sprechen jetzt keine hier von Gleichberechtigung von Mann und Frau. Es ist wichtig, dass wir hier in Deutschland da muss ich die doch Muslime jetzt integrieren. Da machen Sie doch einen Vorstoß und schaffen Sie Arbeitsplätze für muslimische Frauen. Dann haben Sie die Muslimen integriert, sie werden sich für die Gesellschaft verantwortlich fühlen. Ich kann Ihnen Tausende von muslimischen Frauen in Bayern mit einem wunderbaren Arbeitsplatz zeigen. Aber es überhaupt ist immer keine noch problematisch Frage. Für Tausende muslimischer Frauen, die einen ordentlichen Arbeitsplatz in Bayern haben, überall in Deutschland. Das ist doch nicht das Thema. Aber nochmal, wir reden hier über die Probleme von terroristischer Gewalt und das ist genau der Punkt. Selbst wenn es irgendwo mal vorkommen könnte, dass in der Tat auch eine muslimische Frau irgendwo diskriminiert wird, das kann ich nicht ausschließen, dass das da irgendwie eine den falschen Arbeitgeber gerät, dann kann das auf jeden Fall nicht der Hintergrund dafür sein, dass dann sagt, und jetzt ziehe ich den Dschihad, weil dort irgendwo eine Frau diskriminiert wird. Aber das, nein, aber das diskutieren wir ja gar Thema nicht. Sein. Wir haben ja ganz klar gesagt, der gesetzliche Rahmen. Aber ich erwarte in der Tat, wir müssen aktiv für die Freiheitsgrundrechte unserer Gesellschaft eintreten. Nicht sagen, die tolerieren wir hier, weil es ja hier mal gesetzliche Ordnung ist. Das ist das Grundelement unseres Zusammenlebens, inklusive der Religionsfreiheit. Und die ist nicht zu tolerieren, sondern da müssen wir aktiv dafür eintreten. Und in der Tat, all denen, die das in irgendeiner Weise relativieren wollen, denen müssen wir entgegentreten. Und deshalb bin ich da in der Tat auch so hartnäckig, weil das sind wir gar nicht weit auseinander. Das ist ja auch die Lehre aus der deutschen Geschichte. Wenn die Toleranten zu lange tolerant sind gegen extrem Intoleranten, dann kann der Zeitpunkt kommen, wo dann am Schluss die Intoleranten die Macht übernehmen und die Toleranten nichts mehr zu sagen haben. Das war die Katastrophe von 1933. Und deshalb müssen wir von vornherein allen, die fanatisch intolerant sind, massiv entgegentreten, damit dann sie keine sie Chance haben, bei allen mit machen, Einfluss bei zu gewinnen. Das so wie bei den Muslimen. Wir haben Solingen vor 20 Jahren, wir haben die NSU-Morde, wir haben Marwa Scherbini. Da haben wir uns ja noch intensiv drüber auseinandergesetzt. So was darf nie wieder passieren, völlig klar. Aber was tut denn ihr Verein gegen die Ermordung? Was machen Sie? Wir haben mehrere 10.000 Straftaten pro Jahr, die rechtsradikal motiviert sind. Hier in Deutschland. Wie tolerant ist die deutsche Gesellschaft? Da würde ich gerne noch mal mit Ihnen gemeinsam hinschauen. Tatsächlich am Jahrestag, 20 Jahre nach dem Brandanschlag von Solingen, darf man ja die Frage stellen, wie tolerant ist denn die Mehrheitsgesellschaft gegenüber dem Islam? Egal ob Berlin, Bonn oder Köln, wo immer in Deutschland eine Moschee gebaut wird, formiert sich Protest. Wir haben Angst. Die wollen ihr Gehabe so handhaben wie in der Türkei. Ich sag, wir leben hier nicht in der Wüste. Wer hätte in Deutschland zu sagen? Mir oder die Türke? Viele Deutsche wollen Muslime nicht als Nachbarn.
Manche zeigen das auch deutlich, etwa indem sie muslimische Mitbürger mit Mohammed-Karikaturen vor deren Moscheen provozieren. Laut einer aktuellen Bertelsmann-Studie sagt jeder zweite Deutsche, der Islam passt nicht nach Deutschland und er sei eine Bedrohung.